Herzlich willkommen. Ich eröffne unsere heutige Pressekonferenz zum Spiel HBW Balingen-Wallstätten, frisch auf Göppingen, Endstand 27:31. Gratuliere Göppingen, Trainer Velimir Petkovic, zum Sieg und darf ihn auch gleich um sein Statement bitten. Ja, guten Abend und natürlich, dass ich bin sehr glücklich, dass wir haben diese Aufgabe erledigt und das war nicht eine einfache Aufgabe. Jeder wusste, dass hier ist immer heiß zu spielen, das ist eine heiße Derby immer. Seit ich bin Trainer oder seit Rolf ist hier und ich glaube, das ist auch nicht so großer Unterschied gewesen zwischen zwei Mannschaften oder ist überhaupt nicht in den letzten zwei, drei Jahren. Jedes Spiel gegen uns oder zwischen uns war knapp und von voller Emotionen. Wir haben gesehen, auch das ist so gelaufen, auch ganz erste Halbzeit. Wir haben nicht Einstellung gefunden in Deckung, trotz dass wir haben uns richtig letzte zwei Tage vorbereitet für diese Spielweise, welche praktiziert Balingen. Wir haben gesehen, dass unser Torwart hat auch nicht mitgespielt und natürlich, wenn sowas kommt, dann musst du zurückliegen und so war auch erste Halbzeit, 15-13, ich glaube. Ja. Zweite Halbzeit ist weiter so gelaufen, trotz dass ich habe Enid Tahirovic ins Spiel gebracht und dass wir haben auch wiederholt unsere Aufgabe, was sollten wir machen in Deckung, was haben wir nicht gut gemacht in der ersten Halbzeit und erste 10 Minuten, ich glaube, noch war nicht gut oder nicht ausgesehen. Dann Ausfall von Pavel Korak, dann Ausfall von Tim Knäuel. Ich habe ihn geschont, ich habe gerechnet, die letzten 20 Minuten ins Spiel zu bringen, weil die letzten 10, 12 Tage er hat nicht trainiert wegen dieser unglücklichen Aktion mit Nationalmannschaft. Und dann im zweiten Versuch, er hat sich wieder gezogen oder verletzt. Und dann war schon ein bisschen kritisch für uns, aber dann haben wir Moral und Charakter gezeigt, dann ist Enid in alte Form gekommen und natürlich mit gutem Torwart schießt du einige leichte Tore, gehst du in Führung, machst du nervös Gegner, aber ich muss sagen auch, dass die Mannschaft von Balingen hat überragend gespielt, gekämpft bis auf letzte 15 Minuten, das war deutlich zu sehen, dass die haben richtig viel Kraft verloren in Magdeburg bei diesem grandiosen Spiel, was haben die dort gemacht. Von meiner Seite auch Glückwunsch an Seite von Rolf und seiner Mannschaft und ich bin optimistisch, dass wir uns sehen nächste Saison auch wieder hier. Herr Petkovic, vielen Dank. Rolf, es kam Lob von Velimir Petkovic. Er sieht beide Mannschaften fast auf Augenhöhe. Letzte Viertelstunde, ausgerechnet in doppelter Überzahl, sah es gar nicht mehr so aus. Nee, das ist, denke ich, richtig analysiert. Wir haben, denke ich, schon in Magdeburg tatsächlich zum allerersten Mal mit 5 Leuten durchgespielt und man hat gerade, denke ich, auch bei Schlinger und bei Hert in der Endphase gemerkt, dass da der Akku nicht erst 5 Minuten vor Schluss zu Ende oder Akku leer war, sondern schon Mitte der zweiten Halbzeit. Wir haben ja, wie gesagt, bis zum 22:21 voll im Soll gelegen, hatten zwar nach wie vor die ganze Zeit keine gute Abwehrleistung aus meiner Sicht, dann ist eine an der maximalen Grenze sich irgendwo formierende Verteidigung. Das Problem war nämlich, dass Wilke ausfiel und ich dadurch auf der hinten Rechtsposition eigentlich Illich für ihn dann bringen musste, den ich dafür wieder aber nicht für Schlinger bringen konnte, weil Schlinger dann durch die Abwehr zusätzliche Abwehrrolle und ich finde, er hat in der Abwehr aus meiner Sicht schlechter gespielt wie im Angriff noch. Und das war einfach, gerade in der 6-gegen-4-Situation kann ich nicht gegen Rinic da bei 7,5 Meter körperlos verteidigen und lasse da dieses doppelte Unterzahltor zu. Ich denke, das war dann so ein Knackpunkt, wo wir davor bei 22:22 den freien Schuss haben, wie er freier nicht geht, wo Schlinger verschießt und dann sich über den Schuss ärgert und wahrscheinlich in der Abwehrsituation an alles gedacht hat, nur nicht, wie kann er gegen Rinic aktiver, offensiver verteidigen, wenn man 6-gegen-4 ist. Gut, dann dass Keinert natürlich auch völlig überfordert heute war, irgendeinen Beitrag zu leisten, hat man, denke ich, auch gesehen. Er hat dann dadurch, dass Wilke ausfiel, war er der einzige Linkshänder im Kader. Und das ist natürlich schon für uns, wenn man dann ohne 5 spielt, wenn man dann etwa ein, auf der einen Seite sieht, wenn man Alvanos und Heffner sieht und Willen und König dann noch, dann war es eigentlich ohne Slund, wäre es heute eine sehr einseitige Geschichte geworden. Er hat einen fantastischen Einstand geliefert. Das, denke ich, hätte ihm keiner einschließlich mir zugetraut. Er war natürlich auch nicht auf der Rechnung von Göppingen. Deswegen hat er, denke ich, schon über seine Verhältnisse fast gespielt. Wir sollten das nicht zum Maßstab nehmen.
Aber das war dann unterm Strich gerade in der Endphase nicht ausreichend, weil wir eben auch in der Deckung gerade diese enormen Probleme hatten auf den Halbpositionen ohne Wilke, ohne Edwein, dann auch hier diese 3-2-1-Deckung zu spielen. Und man muss auch sagen, dass Göppingen, wenn ich das vergleiche, was er in Hüttenberg gespielt hat, also Hüttenberg erste Halbzeit, das war wirklich, war ich also unglaublich optimistisch, wobei ich mir das nicht vorstellen kann, dass sie nochmal so schwer sich tun. Wir sind deswegen auch nach der Halbzeit in eine 4-2-Deckung mal phasenweise gegangen, aber das war heute um 500% besser, wie das, was ich da auf dem Hüttenberg-Video zum Beispiel gesehen habe. Und von daher war es schon eine starke Vorstellung, das gebe ich ganz zurück, von Göppingen, die schon alles abliefern mussten, um dann in der Endphase natürlich dann mit mehr Power das Spiel auch souverän nach Hause zu bringen. Rolf, vielen Dank für dein Fazit. Dann darf ich auch gleich unseren Geschäftsführer Bernd Karrer um sein Fazit bitten. Mittwoch, Achterbahn am Live-Ticker und heute auf der Tribüne. Bernd, wie geht es dir? Ja, danke. Vom Spiel ging es mir natürlich wesentlich besser, wobei ich sagen muss, ich sehe Magdeburg als Punktgewinn für uns, ganz klar. Und das heutige Spiel habe ich zumindest mal bis zur Verletzung vom Dennis auch eigentlich eher für uns gesehen. Und man sieht halt, wie wichtig er für uns ist. Und die ganzen Ausfälle, die wir haben in den letzten Wochen, es kommt ja praktisch wöchentlich ein Spieler dazu, die können wir nicht kompensieren. Und Magdeburg, das hat der Rolf aber schon Mittwochabend gesagt, das hat wahnsinnig viel Kraft gekostet. Also abhaken und wir haben weitere Chancen. Die anderen Ergebnisse sind gerade nicht so, dass wir sagen müssen, es wird schwerer, sondern wir haben die Chance aus eigener Kraft und ich bin fest davon überzeugt, dass wir es hinbekommen. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr zweimal und machen wieder Derby und dann ist es auch schön gewesen. Schönen Sonntag noch, danke. Vielen Dank. Soweit die drei Verantwortlichen hier vorne mit ihrem Fazit zum Spiel. Gibt es Fragen von Seiten der Presse an die drei hier vorne? Ja gut, kann ich sagen jetzt, wie viele Situationen war Knackpunkt in diesem Spiel. Natürlich, das ist in dieser Situation 4-6, hat heimische Mannschaft und dann normal musst du Kapital schlagen und dann praktisch vorentscheidende Tore schießen in diesem Moment. Aber so ist meistens im Spiel, alles ist gelaufen bis dahin bei Ballingen und dann plötzlich taucht, ich glaube, Enid hat gehalten oder diese... Henrik hat gehalten, hat uns auch ein bisschen Moral gegeben, dann in diesem Moment Motivation noch mehr hochgesprungen und dann kommst du nach vorne auch mit ganz anderer Einstellung und ab diesem Moment, ich glaube, ganz anders ist alles gelaufen für mich. Ich will nutzen diese Situation und sagen, diese meine Auszeit, weil Rolf hat sich geärgert in diese zwei Minuten vor Schluss. Er kennt mich, ich lebe, spiele 60 Minuten und mich interessiert nicht, gewinne ich mit 4 Tore oder 7 Tore. Ich will einfach, dass meine Jungs machen das, was ich verlange. Und in solcher Phase, ich verlange, dass die machen einen Freiwurf, weil das sieben wir. Und die müssen viele Kopf haben, weil ich kann nicht in eine Halle von 5.000 Zuschauern oder 10.000 Zuschauern immer Kontakt haben mit Spielern. Die müssen denken selber, was ist in solcher Situation zu machen. Und deswegen, Rolf, ich verstehe dich, dass du hast dich geärgert, aber das ist nicht gegangen, dass ich wollte jemanden beleidigen oder niedermachen in diesem Moment, sondern dass meine Jungs denken, wenn die sind auf dem Feld. Danke. Gibt es weitere Fragen? Ja gut, ich denke, es war natürlich schon moralisch, dann hätten wir in Führung gehen können. Also ich denke, 6-4 ist normal ein 2-0. Das ist absolut 80% normale. Und wir gehen mit 0-1 aus dieser Situation heraus. Und das war, denke ich, schon so der erste ganz große moralische... Ja, mit 0-2. Wobei ich... Ich denke auch, es war 0-1, aber egal. Auf jeden Fall haben wir einen sehr freien Ball verschossen, einen, den der Spieler eigentlich, nachdem er davor schon nicht unbedingt überzeugen konnte und vor allem die folgenden Schüsse, das darf er einfach nicht nehmen, da muss er einfach abbrechen. Aber man hat einfach, denke ich, in der Szene, unabhängig von der Szene, hat man einfach gemerkt, dass bei uns dann gerade bei den entscheidenden Leuten die Luft einfach raus war und dass auch leider Fabian Gutbrot es nicht geschafft hat, gegen seinen alten Club dann da irgendwas rauszureißen, weil die Variante dann mal Schlinger auf die rechte Seite zu stellen, hat uns ja dann schon nochmal so ein neues Element gebracht, aber von Rückraum links
ist dann einfach zu wenig gekommen. Und unterm Strich sehe ich eben auch so, dass gerade wir von der Deckung her nicht in der Lage waren, unter 30 Tore zu bleiben. Das, ich hätte eher 19-18 getippt wie in 27-31. Und das lag an unserer eigenen Müdigkeit, Schwäche dann auch durch den Ausfall Wilke, plus dann aber auch der physischen Überlegenheit und auch der taktischen Qualität, die Göppingen heute an den Tag gelegt hat. Gibt es weitere Fragen? Irgendwas am Sprunggelenk. Ja. Haben wir sonst noch Fragen an die Trainer und an unseren Geschäftsführer? Was können wir machen? Können wir ein Handball spielen? Und nichts anderes, ja. Frage ist jetzt auch, mit wie vielen Leuten kann ich spielen in Kiel? Das ist eine ungünstige Zeit für uns, weil schon liegt viel in dieser Woche an mich und meine Mannschaft, den ganzen Verein. Und wir haben ein auch so wichtiges Spiel in Mannheim am Samstag. Dann müssen wir auch so in Vorbereitung gehen, auch gegen Kiel, auch mit einem Augenblick zu diesem Spiel am Samstag. Deswegen ist es ziemlich schwierig, etwas zu sagen jetzt, wie gehen wir zu diesem Spiel, aber wir werden schon etwas vorbereitet. Gibt es weitere Fragen? Oh, das ist nicht eine Frage für mich sicher. Ich habe erwartet schon, ich habe Prognose von meinem Arzt gehabt, dass er spielt gegen Gummersbach, hat nie gespielt. Dann heute, er sollte topfit sein und dann habe ich gesehen, 2 Minuten war Spieleinsatz und dann ist schwierig für mich wie Trainer etwas zu sagen, prognosieren. Gibt es weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann möchte ich die Pressekonferenz an dieser Stelle beenden, habe noch 2 Ergebnisse. Melsungen verliert zu Hause gegen Lemgo, 28-29. Und Hannover Burgdorf verliert zu Hause gegen Magdeburg 22-29. Vielen Dank für Ihr Kommen. Bis zum nächsten Mal.